They're gonna have trinkets in the hall. I want food, not trinkets. You can't eat trinkets. Well, food don't gonna make you pretty. You ain't never gonna be pretty. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Okay, ich... So, das könnt ihr knicken. Haben die hier das Lager überfallen, mir scheint. Diese verdammte Murphy-Brut. Na, guck mal, ihr habt tatsächlich noch ein bisschen was. Sehr schön. Gut, ja, sonst halt noch jede Menge anderes Zeug. Vielleicht bedienen wir uns da mal kurz. Weil zuerst ist ja mehr als genug da. Keine Ahnung, warum ihr das irgendwie jetzt nicht hingekriegt habt. Okay, das Feuer ist mittlerweile aus. Das hätte ich vielleicht nochmal eine Runde gerastet. Aber dann gehen wir so weiter. Ich hoffe, dass wir bei Charlotte... Na, je nachdem, was wir jagen, vielleicht ja doch ein bisschen was an Dead Eye brauchen. Aber gut, dann können wir uns ja noch Zeug reinpfeifen. Das sollte passen. Ja, kommt es mehr Murphy-Brut? Na gut, mal schauen, was das wird. My, my. I was wondering when I was gonna see you again. You look different. Well, the rigors of simplicity take their toll on a woman. Oh no, I didn't mean it. I know. Things are going well. I couldn't have done it without you. Oh, you did it all yourself. So how are you holding up? I'm still standing. But just an improvement on the last time you saw me. I wish that there was something else that I could do. Ma'am, you have done more than enough. Please, call me Charlotte. Arthur. Arthur Morgan. Well, you take care of yourself, Arthur. Please go on in and help yourself to anything you need. What's mine is yours. Oh, well, that's very kind. Ja, okay, danke. Schauen wir mal rein. Ja, war das dann nur so zum letzten Mal verabschieden? Ich glaube, wir haben uns ja hier schon bedient, ne? Von daher. Allzu viel sollte hier, glaube ich, nicht mehr sein. Ah, ja, doch. Auch nicht verkehrt. Ach, sind die beiden das? Keller und Charlotte bei Fuhr. Schön. Ah,
Warte mal hier am Dings. Ne, nichts. Premium-Zigaretten. Na gut, stimmt, vom Gin haben wir doch noch einiges mitgenommen im letzten Mal. Noch mehr Premium-Zigaretten. Okay. Dann danke für alles. Jawohl. Ah, das sind wahrscheinlich die, die hier zugehören. Gut, wo ist denn jetzt die Mission von John? Ist ja gerade aufgetaucht hier. Mehr oder weniger. Uha, ganz da draußen. Wieso habe ich da schon wieder Kopfgeld? Aber gut, dann reiten wir nach Ennisburg. Obwohl. Naja, ich glaube, das. Also, Kopfgeld ist ja egal. Wäre halt cool, wenn wir da irgendwie. Ich kann mal gucken, kann ich da schnell. Hinreisen, Pecoris Station. Ich denke mal, lagern geht nicht, weil hier jemand uns auf den Fersen ist. Na komm, ruh dich mal aus. Gut, wir erledigen die mal, gucken, ob wir dann rasten können und sonst. Reiten wir halt zu Fuß hin. Also, reiten wir zu Pferd hin, nicht zu Fuß. Wir sind da schon wieder. Okay, wir kommen näher. Gut, das war's mit euch. Scheint echt alle mal Ginseng. Das ist auch so ein Clan-Ding bei denen. Ja, dann dürfen wir jetzt theoretisch ja rasten können. Wahrscheinlich waren das wirklich die, die wir. Ja, die gekommen sind, weil wir die anderen bei dem Lager erledigt haben. Nee, verdammt. Die Frage ist halt eh, ob wir da hinreisen können. Wo wir dann hier bitte mit die Schnellreise halt echt einiges mitnehmen konnten. Neuer Versuch. Okay, dann reiten wir. Auf zu John. Hier geht's relativ weit nach unten. Ja, ich weiß. Ich glaube, es ist etwas am sinnvollsten, wenn wir die Schienen da entlang reiten.
Das sollte doch einigermaßen passen, denke ich. Ja, noch so ein Hirsch. Aber ich glaube, dann ja, werde ich das wohl auch als eigene Folge machen. Weil es ja doch schon eine Weile hier gebraucht habe, bis wir da überhaupt hinkommen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht passiert noch irgendwas Witziges unterwegs oder irgendwas Interessantes. Hier auf dem Weg zu John. Dann gibt es halt nochmal eine etwas kürzere Folge zwischendurch. Wo zumindest ein bisschen was passiert ist. Wo die anderen Missionen jetzt ja auch relativ kurz waren, die wir hier so hatten. Oh. Verritten. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es hier wieder so hügelig wird. Okay, das kriegen wir hin. Hm? Na, guck mal, es gibt doch noch was zu entdecken hier. Interessanterweise können wir vielleicht hier von aus dann schnell reisen. Nee. Telegraf. Ist ordentlich hier. Öl. Ist hier was drin tatsächlich? Ja. Einige Gewehre. Nichts, was wir irgendwie angehen könnten. Ja, vielleicht hier so eine Jägerhütte. Das könnte halt ganz gut sein. Ja, hier ist dann der Ausguck. Da kommen die Hausherren zurück. Da reiten ja einfach nur Leute vorbei. Ah ne, ja, es reiten tatsächlich einfach nur Leute vorbei. Hi. Hört halt auf, mir im Weg rumzureiten, Kinas. Noch so jemand? Das ist da hinten? Ja, das soll ja das eine Pferd von dem. Jo. Oh ne. Ein Ziegenbock. Kann man halt auch als Pferd benutzen.
Naja, ist wieder die Dings aufgebraucht. Ich glaube, wir müssen ja eh noch auf, für irgendwas mussten wir noch Ziegen erledigen, leider. Die Kornschaf, okay, gut. Fast. Immer noch gut, wo wir da ordentlich drauf geballert haben. Okay, my girl. Yeah. Aber ja, weiter geht's. Also ich glaube, ich kann einfach die Zigaretten aus dem Inventar rausschmeißen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gut, dann haben wir jetzt eine Folge lang hier ein bisschen rumgeplänkelt wieder gehabt. Auch nicht verkehrt. Wie weit haben wir es denn noch? Ganz schönes Stück. Ah, hier, vielleicht können wir irgendwie unterkommen oder so. Ah, hast du hier auch geplündert? Hm. Dreist. Ja, ansonsten ist aber hier, glaube ich, nichts. Okay. Passt soweit. Dann lass uns mal weiterreiten. Hallo Hase, lauf mich um das Pferd. Wäre dann natürlich etwas unschön. Okay. Da müsste aber, glaube ich, gleich hinter der Biegung müsste, glaube ich, dann schon die Dings kommen hier. Obwohl, nee, ist noch ein Stück, sehe ich gerade. Mhm. Ja, da geht's jetzt zu dieser Hütte. Und hier Hobbits. Hm. Ja, wer hier wohl gelebt hat. Klar, reinkommen wir nicht. Vielleicht von oben irgendwie? Dass da ein Loch ist? Nee. Ja. Nächste Lager. Mal gucken, was da abgeht. Vielleicht sind die ja jetzt freundlicher. Oh, sieht gut aus. Hey, Mister. Bar is always better with company. Come and rest.
So where are you from, friend? I am from Mexico. I left because my best friend, a man I'd known my whole life, betrayed me. And why am I telling you this? Because often the company of strangers is the best kind. The closer we get, the more cruel we become. See, you know it too. I don't know how well you know the town of Annisburg. But they tell a story of three brothers, close as can be, until greed destroyed them. They'd found gold together, but one of them ran off with it all. Now, the three of them lie dead. The brother marked the spot where he'd hidden the gold with tree carvings, until he was followed there and shot dead by one of the other brothers. As far as I know, it's never been found. And neither has the body of my best friend. Das halte ich von dieser Geschichte. Well, I rested long enough. Mhm. Dann mach's mal gut. Und, guck mal, können wir jetzt hier lagern? Auf jeden Fall beenden wir mal die Folge. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Bleibt beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.